Willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The All of Dawn. Diesmal mit einem anderen Mikrofon als letztes Mal. Ich hoffe, dass das eine tolle Aufnahme wird. Denn sonst kann ich dieses Jahr wieder in die Tür kloppen. Okay. Ich wollte Truppen nachziehen. Was ist? So. Das bringt nicht, wenn ich die darum da lang schicke. Das macht irgendwie wenig Sinn. Na gut. Erstmal geht die alle hier hin. Okay. Nahrungseinheiten brauchen wir 2500, das haben wir im Moment noch nicht, aber wir arbeiten daran, dass wir das bekommen. Können wir denn schon mehr Veteranen bauen? Ist das möglich? Nein, das ist nicht möglich. Wir sind maximal ausgelastet, haben... Ja gut, Lenya geht eigentlich noch. Eisen bräuchten wir ein bisschen mehr. Aber ihr seht ja, Eisen ist auch sehr rar. Ninja und ein bisschen kommt wieder zusammen, aber auch nicht wirklich viel. Zu den Waffen! Die stellen Jawohl. Wir da ab. Und ja. Arbeiter, die keinen Sinn haben. Das ist herrlich. Es gibt nichts Besseres als Arbeiter, die keinen Sinn haben. So, ihr geht dann weiter hier hinten hin. Denn vielleicht braucht Stormy hier oben ja mal Unterstützung. Ich will nicht, dass dieser Pharaon hier rauskommt. Ich will auch nicht, dass die anderen hier rauskommen. Die drei hier, werden wir okay, werden wir recht? Gut, spiel mal das. Haben wir letztes Mal gesehen, dass ich mit den Drachen eigentlich ganz gut mithalten kann. Aber es wird halt kritisch, wenn mehrere von denen kommen. Könnte auch an meiner Waffe liegen, dass ich nicht so gut bei der Sache bin. Wie ist der... Achso, ist auch schon tot. Okay. Müssen wir den Seelenraub aktivieren. Ich hätte gerne mal wieder zum Leben von denen gezogen. Aber es geht eigentlich ganz gut voran. Standhalten, Männer. Die ziehen aber auch... Ah, oh, da schön. Die ziehen aber ganz schön mächtig. Was habe ich denn da so im Leben? 1210. Ich habe mit 254, die kommen trotzdem noch mit 20 Schaden durch. Das ist nicht so schön. Na gut, ich habe ja noch hier 110. Ich weiß nicht, ob ich da mal was anderes machen sollte. Man nimmt die 12 bis 22. Und immerhin mit 80 Geschwindigkeit ist natürlich auch nicht blöd. Ich werde mal das Reißerschwert nehmen. Mal sehen, ob das besser ist. Mal gucken. Nee, das ist mir irgendwie zu unsicher. Ja. Ich rieche ihre Nähe. Anscheinend hat der Titan doch ganz gute Nasen, weil er riecht ihre Nähe. Obwohl hier gar keiner da ist in der Nähe. Da habe ich dieses da ja letztes Mal. Naja, das letzte Mal? Ich glaube, es war ein letzten Mal haben wir das da ja ausgeräumt. Da war ja so ein einer von der Wolfsiedler war dabei und da hatte glaube ich sogar auch einen Namen. Da waren sogar zwei davon dabei. Ich weiß nicht mehr. Ist auch eigentlich egal, weil es macht keinen Unterschied, ob da einer dabei war oder nicht. Und es leckt ganz deutlich. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Normal ist mein Computer dafür stark genug, er muss das eigentlich schaffen können. Ich brauche ein Testsubjekt, um zu gucken, ob mein Schwert besser ist als meine Axt.
Wenn wirklich auch ohne dass Fahrung rauskommt, muss extra, sonst will ich nicht wegrennen. Vielleicht würde sie erst nachziehen. Warum habt ihr mich gerufen? Das macht, glaube ich, irgendwie mehr Sinn, als jetzt da blind reinzulaufen. Und hier haben wir ja eh noch die Wolfsie, die davor stehen. Das wird richtig Arbeit, das Lager da leer zu räumen von denen. Ein Kinderspiel ist etwas anderes. Und der Drache, den wir hier auch noch haben, nämlich Fymir, der ist auch noch nicht besiegt, also... Ihr werdet sehen, es ist eine ganz schöne Menge, was wir hier noch zu tun haben, obwohl die Karte eigentlich nicht sehr groß ist. Ja. Warum laufe ich gegen eine Wand? Das macht irgendwie keinen Sinn. Na gut, okay. Und warum glaube ich, dass wir hier nicht weiterkommen? Naja, gut. Zu Recht kommen wir nicht weiter. Warum kommt raus? Der bleibt da, wo ist? Drei sind okay. Standhalten, Männer! Ja, gut, das ist. Vorsicht, Gegner! Ist es besser? Ich weiß nicht, sieht irgendwie nicht so aus, als wäre es besser. Wo ist 50? Ich stechen ja nur zu, das wird Schlagen auch. Okay. Damit war es jetzt besser oder schlechter? Ich habe irgendwie da kein Gefühl dafür, so richtig. Ich würde gern wissen, was da drin ist. Diesen Kiste, die da drin war. Ich mache drum einen weiten Bogen, das Lager, aber ich will da nicht extra jetzt Aufmerksamkeit erregen mit meiner Armee, die ich ja wirklich schon habe. Ich nehme den Weg herum. Und im Moment läuft es gerade sehr leck. Ich. Nicht unbedingt das, was man von Spellforce erwarten könnte. Was ist das? 27, 26, 25 FPS habe ich normal nur, wenn ich Final Fantasy aufnehme. Ja, ich weiß auch nicht, ob ihr da irgendwie Interesse dran, das mal zu hören, was passiert, wenn ich Final Fantasy aufnehme. Naja, ich will jetzt hier das trotzdem mal, weil es mich interessiert, ob ihr davon was wisst. Ein Briarwolf-Scharfschütze. Fehler. Ganz böser Fehler. Ob ich eine Chance gegen die Wolfsidee hätte? Ich glaube nicht, guck mal, das sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 in einer Reihe und das sind noch eine 2, 3 davor, wahrscheinlich noch eine dritte Reihe. Das wären 18 Leute und die sind alle Stufe 22. Gegen die kacken wir ab. Denke ich gerade, ich habe nur Veteranen gebaut. Das ist bei Fymir ein bisschen schlecht, weil wir können Fymir nicht erreichen, weil da steht mitten so einer Lava, ist auch so ein Felsen drauf. Und ja, da können wir mit Nahkampfwaffen nichts machen. Da bräuchten wir irgendwie Fernkampfwaffen oder sonstiges Inventar dafür. Egal, wir können aufwerten unsere Nahrung, reicht dafür aus, für 70 Einheiten. Ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen was, deswegen würde ich sagen, holen wir uns jetzt Totems, weil die sind ganz nützlich dafür.
Habe ich hier irgendwo nur noch Arbeiter, die unter dich herumstehen? Die habe ich nicht, aber hier habe ich ein paar. So, 10 Stück sollten hier oben Keine hinkommen. Last. Und dann würde ich das Re den Rest an mit Totems voll bomben, Was ist damit wir auch mit Fimir in den Arsch treten euch können. Da wir ja bei den Orks keinen Fernkämpfer haben, also müssen wir es auf Magie probieren. vor? Ich fühle sie. Und ich glaube mal, wir sind Level 23. Ja, wir sind das erwähnen. Ein Viertel, ein halb, oder wie? Ja, wir sind ein Viertel, also das 1,5 Viertel. Keine Ahnung. Stormy, du lockst die mal heraus. Und die sollen kommen. Und dann werden die von meinem Ausblatt gemacht. Die Linien müssen halten. Und sie machen auch ohne dass ich jetzt irgendwelche denen sagen muss, dass sie angreifen sollen, greifen die einfach an. Standhalten, Männer! Klanbrüder zu mir! Das finde ich ganz schön bei den Orks. Die fragen halt nicht, ob sie angreifen sollen, sondern die greifen einfach an. Den. Warum habt ihr mich gerufen? 38 zieht er. Hat aber auch wenig Chancen. Guck mal, die hauen den zusammen. Schlagen den zusammen. Wir haben keinen einzigen Mal verloren. Aber der hat noch was für uns. Oh, auch schon vor. Hier. Zum So, Titan. Überwacht das mal, ob die das hier gut machen. Jetzt haben wir hier eine Vulkanglasfiole. Den Zauber Feuerregen Stufe 12. Der zielt auch auf einen Einheiten. Na gut. Unterbrechen Stufe 10 Mentalmagie. Offensive Mentalmagie. Aha. Ein schnelles Feuer und ein roter Zorn. Ja gut, das war wieder mal ein Leck ohne Ende. Was haben wir hier drin? Feuerwehr Stufe 8. Na gut. Hier. Schnell. Mal sehen. Da meine Arbeiter sind hier. Jungs, baut mir mal ein Keulenschnitz, Schnitzer. Wie auch immer. Baut ihn einfach mal, dann werden wir sehen, was wir mit euch nur noch machen. Brauchten, glaube ich, noch Öl. Ja, wir brauchen noch eine Schamanenhütte. Wir sind hier unten zu Hause, okay. Ja. Ah, da ist er jetzt, okay. Dann baut mir doch mal einfach mal so eine, eine Schamanenhütte. Ja. Ich glaube nämlich irgendwie nicht, dass ich im Loot-Item lohnen würde, weil wir bauen ja dann, können ja dann Brander bauen, aber das ist, wie gesagt, Brander haben halt Feuermagie. Und gegen Drache, Feuermagie. Ich würde davon abraten. Am Ende bringt ihr das doch Pluspunkte. 3000 Nahrungseinheiten ist natürlich heftig. Aber ich hoffe, das funktioniert soweit. Nicht gegen das Mikrofon, kaum mit dem Finger. Wenn es mich an der Nase juckt, das ist gefährlich. Das Gebäude ist einsatzbereit. Vipernschild. Totem erhält Schild, verbessert Zauberkräfte und einen vergifteten Speer. Den nehmen wir doch mal. Verbesserung ist fertiggestellt. Das kann nie wirklich schlecht sein. Der Coin statt einfach nichts machen. Wohin? Dorthin also. Aber er ist ganz wichtig, um Totems zu produzieren. Was jetzt? Deswegen könnten wir davon ein bisschen mehr gebrauchen. Ich überlege gerade, ob ich Feuerwerfer bauen soll und die dann hier einfach hier hinstelle irgendwie, weil hier müssten die Wolfsriese ja theoretisch durch. Wenn ich die vorher schon aufhalten könnte, würde die ganze Erfahrung an mich gehen. Das wäre natürlich schon
Enormst wichtig. Enormst cool wäre es nämlich auch. Aber bringt mir das was? Zumal das ja noch auch noch linear kostet, nämlich 60. Warum kann ich nicht alle meine Türme aus der wie hieß die jetzt, die das Ding da aus der aus dem Spalt hier hinstellen, und dann hätte ich das für das kein Problem. Dann würde ich die am besten alle so hier hinstellen, in die Nähe hier. Ah, sind die hier oben, ne? Einfach hier hinstellen, da würden da keine drankommen, aber ich schätze mal, dass das nicht funktioniert. Okay. Wobei, wie waren wir jetzt hier? Ja, genau, wir waren hier verblieben, dass ich noch was bauen wollte, richtig? Ich sage mal, es würde sich natürlich lohnen, aber ich habe ja die Rohstoffe dafür gar nicht, ja, also... Gut. Es ist sinnlos. So, Totem. 30 Linien, 15 Holz. Gut, die sammeln wir mal hier. Ich werde sie sowieso so brauchen, also... Da ist jetzt das Linien ja nicht verschwendet, ich brauche sie ja sowieso. Wenn ich gegen Filme anscheißen will. Ich werde wahrscheinlich ein paar Veteranen mitnehmen, aber nichts Großes, nee, nichts von der großen Offensive, also... Was wollt ihr? Davon würden wir wahrscheinlich nichts sehen. Ja, schon gut. Ist was, ja, schon gut. So, die wollen mal gucken, wie dieser Ork hier testet, ob sein Ding gut ist. Aha, also er schnitzt irgendwie mit dem Messer an dem Ding rum, dann haut er irgendwie damit rum. Das sagt er, ist einsatzbereit. Nicht fertig. Nochmal. Funktioniert nicht, nee, also. So, wenn die so lange arbeiten würden, dann würden wir nie so ein Ding fertig kriegen. Ja. Ist meine Meinung dazu. Schon ja, dabei. Gut. Okay, wie viel sieht's denn aus? Wie schnell bauen die so jetzt auch schon fertig alle? Das sind, meine Damen und Herren, das sind die Totems. Die haben ein Totem in der Hand und ein Schild aus Knochen. Das irgendwie sieht so aus, als wäre da ein Seestern vorne drauf. Ja, warum ist da ein Seestern vorne drauf? Wir wissen es nicht. Werden wir sie auch überhaupt je erfahren? Das wissen wir auch nicht. Ich finde es übrigens gut, dass jede Rasse so eine komische, ja, so eine... Wie man es nennen, so eine Verzierung am Boden hat. Hier sind halt Knöpfe mit Hörnern drauf. Bei den Menschen waren es, soweit ich weiß, so ein Hexenstern oder wie es war. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war immer ein Hexenstern. Ich bin ja nicht so ganz im Bilde, was so hier Dinge angeht, aber ich denke mal, ihr wisst da schon einiges dazu und könnte mir da vielleicht weiterhelfen, falls ich mich da vielleicht auf dem Holzweg befinden sollte. Aber wir gucken nochmal unser Questbuch nach, was das jetzt im Moment sagt. Das sagt im Moment Wolf und Drache, ja gut, das haben wir ja gemacht. Splitter, ja schön. Der Phönix. Der Katarakt, das Wolfzeichen, Amradachen, Panzer, Trachpanzer, ja. Schattenwelt, Feinstaub, ja. Das habe ich gemacht, kam aber irgendwie nicht als erledigt an. Nachdem hatte ich gar nicht ordentlich Nebenmissionen machen, sehe ich gerade. Also da kann mir einiges an Erfahrungspunkten abräumen, aber ich würde gerne noch eine Stufe aufsteigen. Also Stufe 24, weil dann könnte ich glaube ich auch die Kriegsrunde wieder aufbessern. Nein, ich brauche 25 dazu. Ja, ist egal, aber... Wie gesagt, 30 will ich schon erreichen. Ich habe bisher keinen Player gesehen, der Stufe 30 erreicht hat. Schnell. In dem Spiel hier. Obwohl das ja theoretisch möglich ist. Auf spieltipps.de stand der Tipp, man sollte einfach an irgendeiner Stelle warten, unendlich, bis man halt... Ja, so viel Zeit haben wir in diesem Display aber nicht. Auch wenn ich zugebe, dass ich
ein paar Monate im Spalt gewartet habe. Aber ich hatte halt nicht das Spiel dauernd laufen, sonst hätte ich bestimmt ein bisschen was noch bekommen. Ja gut. Ja, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Let's Play Spellforce The All of Dawn. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play. Oh nee, Moment. Ich war gerade in der Endung, aber ich wollte ja noch was machen. Und zwar wollte ich das umrüsten. Und zwar wollte ich nicht mehr mein Schwert haben, sondern ich möchte denn diese coole Axt haben da. Die hier. Roter Zorn. Ja gut, dann sage ich jetzt nochmal vielen Dank, dass ihr dieses Mal dabei wart bei Let's Play Spellforce The Year of Dawn. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Dawn Micro, bis dann.